weiß, wie es unten aussieht, wenn man auf der Straße lebt. Ohne Kohle, ohne was, richtig im Arsch. Die kostet 225.000 Euro. Ich habe auch noch andere Uhren, habe auch noch andere Geldbündel. Also es ist im Überfluss alles da und mir gefällt das Bling Bling. Ich bin so ein Bling Bling Typ. TV-Dokus, in denen gegensätzliche Lebenswelten aufeinanderprallen, gibt es ja viele. Die prominenteste Sendung dürfte sicherlich Frauentausch sein. Aber es gibt auch Formate wie Messi trifft Putzneurotiker oder andere banale Sendungen, die nichts weiter beabsichtigen, als dem Zuschauer Extreme zu präsentieren, an denen sich diese abarbeiten kann. Das sind aber alles Dokus, die auf privaten Sendern wie RTL 2 laufen. Dass jetzt auch ein öffentlich-rechtlicher Sender mit einer solch effekthascherischen Show kommt, ist schon wirklich skandalös. Rolex. Der Ring, Masterpiece. Der Ring gehört dazu, oder? Der Ring ist von Versace. Das ist ein Einkarierter. Und das ist komplett ausgefasst, aus Platin. Hier, sogar an der Seite sind Steinchen drin. Darf ich mal? Ja, ja. Boah, wie schwer die ist. Das, weil es Platin ist, ist ein bisschen schwerer als Gold. Nimm mal das. Ist auch Platin. Ich will gar nicht wissen, was das zusammen kostet hier. Aber ich könnte da einen kleinen Urlaub von machen, ne? So mit Puderzucker, Arschblasen und alles, was Weltreise. Dazu gehört. Weltreise. Mit locker, zweimal. Inklusive Puderzucker, Arschblasen. Und kannst du noch zwei Mädels mitnehmen. Auch noch? Ja. Und die machen auch noch das, was ich will. Genau. 365 geil. Tage. Geil. Das ist ein geiler Wecker hier. Ja, ich habe sehr viele Uhren. Das war früher Rotlicht und so, da war das ja halt quasi ja, so. Kennt sich im Rotlicht gut aus, ne? Kann man sagen, ja. Du weißt, wie es da funktioniert. Ja. Ne? Und damit sind wir auch schon beim Kern der Sache und dem Grund, warum ich mich mit diesem Beitrag nun zu Wort melden muss. Denn der reiche Part in dieser Arm-Reich-Story ist nicht irgendein erfolgreicher Unternehmer, der sich sein Geld seriös erarbeitet hat. Nein, es geht um Prinz Markus von Anhalt, Bordellbesitzer, Zuhälter und natürlich nicht wirklich adelig, denn er wurde bekanntermaßen adoptiert von Frederik von Anhalt. Und der wiederum wurde ja auch nur adoptiert. Markus von Anhalt, bürgerlich Markus Eberhard, ist im Grunde die personifizierte Unseriösität. Er saß im Knast unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Zuhälterei, Menschenhandel und Steuerhinterziehung. Dass er im Grunde nichts weiter ist als ein Fake auf zwei Beinen, zeigt ja schon die Tatsache, dass er einerseits zwar so tut, als sei er unfassbar reich, andererseits es aber nötig hatte, zum Beispiel im vergangenen Jahr bei Promi Big Brother mitzumachen. Das Ganze stinkt zum Himmel. Wenn das von dieser Reportage wenigstens hinterfragt würde, wäre das ja noch vertretbar. Aber stattdessen darf der selbsternannte Prinz sich selbstdarstellerisch in Szene setzen. Ich gehe zu den Oscars, ich gehe zu den Grammys, da lerne ich Leute kennen. Und die haben ja auch irgendwo alle was zu bieten. Die sind vielleicht nicht alle so reich wie ich, aber die haben schon auch ein paar Mark. Und dann relativiert sich das natürlich mit dem, lernt er dich jetzt kennen wegen deinem Geld. Weil der hat ja selber welches. Lerne ich denn jetzt kennen wegen seinem Geld? Man lernt sich auch kennen wegen Geld, ist klar, weil man in der gleichen Liga spielt. Ich wollte dir mal meinen Zweitwohnsitz zeigen, das ist nämlich der hier. Frisch gestrichen. Ich habe hier in Frankfurt habe ich nämlich gute 20 Jahre auf der Straße gelebt. Ich bin trockener Alkoholiker. Ich war obdachlos. Wie lange trocken? Also 11 Jahre. Also richtig Penner gewesen, volle Programm. Hier habe ich gepennt, wenn nachts auch, also im Winter auch. Im Winter auch, ja. Wegen Dach, ne? Und ja, wie lange bist du jetzt schon kein Penner mehr? 11 Jahre. Das Problem ist nicht, im Fernsehen generell ein Sozialexperiment durchzuführen, sondern eher, dass mit Prinz Markus zur Anstalt jemand genommen wird, dem man erst recht im gebührenfinanzierten Fernsehen keine Plattform bieten sollte und der sich ohnehin nicht dafür interessiert, was Sinn dieser Sendung sein soll. Denn ihm geht es ausschließlich darum, sich selbst in Szene zu setzen. Und es gibt Momente, in denen man ihm einfach nur die Fresse polieren will. Aber womöglich ist genau das beabsichtigt von den Machern. Ja, nimm deine Scheine, nimmt er nicht. Nimmt er nicht. Was kostet der? Wo fahren wir denn hin? Ja, versuch mal jetzt zu machen. Wo fahren wir hin? Wir machen eine Einzelfahrt nach Frankfurt. Also Einzelfahrt Frankfurt? Ja, Erwachsene. 2,90. Ja, siehst du, jetzt da.
Leihst du mir das? Ich leihe dir das, ja. Bis mir morgen wieder. Ich schreib's. Kannst du mal 3 Euro? Ja. So, hier da reinschmeißen. Okay. Und aufpassen, da kommt noch Wechselgeld raus. 10 ja. Cent. Ja. Für dich ein Pupenschiss? Ich brauche die öffentlichen Verkehrsmittel ja nicht. Weil wenn ich eins genug habe oder mehr als genug oder im Überfluss, dann sind es Fortbewegungsmittel, Fahrer, Chauffeure, Piloten. Also, ja, aber ist ja manchmal wert. Meine Güte, das muss für so einen reichen Mann ja ein unglaubliches Erlebnis sein, mal mit der U-Bahn zu fahren. Quasi sich auf dieselbe Ebene mit dem Pöbel zu begeben. Das ist eben der Unterschied zu wahren reichen Leuten wie etwa Paul McCartney, die trotz ihres Vermögens mit der U-Bahn fahren, wie kürzlich ein Fahrgast per Smartphone festhielt und einem ekelhaften Nichtsnutz, dessen Lebensleistung vor allem darin besteht, Frauen auf den Strich geschickt zu haben und sich mit einem erkauften Adelstitel zu schmücken. Dass er in Wahrheit ein ganz armer Wicht ist, zeigt sich nicht nur daran, wie aufdringlich er seinen Luxus zeigen muss, sondern auch, wie manipuliert seine kleine Tochter ist, mit der man jetzt schon nur noch Mitleid haben kann. Oh. Hallo? Hallo. Wie heißt du? Shania. Wie heißt du richtig? Prinzessin Shania Anastasia Katharina Jaja Honana. Ui, 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 ui. Das hätte ich ja auch machen können, ne? Nächste Station. Die übliche Shoppingtour für Tochter Shania. Die Wunschliste für Spielzeug haben Tochter und Mutter gemeinsam aufgestellt. Die ganze Scheiße ist nach hinten Nach einer guten Stunde sind die Wünsche der Tochter erfüllt. Ich bremse noch. Also wenn ich sie jetzt heute nicht gebremst hätte, wären es 5 Tüten. Also ich sage immer, nein, das brauchst du nicht, du musst entscheiden, 1, 2, 3. Guck mal, der Thomas hat. Nach einer Dreiviertelstunde bleibt dem Zuschauer nicht viel an Erkenntnis, außer der, dass sie ein Fernsehteam und ein armer Schlucker knallhart benutzt wurden, damit ein selbstdarstellerischer Rotlichtkasper sich in Szene setzen kann. Und wie gesagt, irgendeine Wirkung hat es bei ihm ohnehin nicht gehabt, wie er ja auch ohne Umschweife vor der Kamera zugibt. 2 gemeinsame Tage gehen dem Ende entgegen. Und jetzt könntest du öfters dazukommen, oder Markus? Ja, muss jetzt alles sein. Muss für ihn nicht sein.